Wen hast du auf der Bühne? Nein, ich habe eine Information. Und zwar haben wir gerade mit der Polizei gesprochen. Und die Polizei hat ihre Zählung korrigiert. Sie sagt, wir sind 25.000. Wow! Was uns zu der berechtigten Vermutung veranlasst, dass wir in Wirklichkeit 30.000 Leute sind. Es kommen immer noch Leute hier auf den Platz. Es ist der Wahnsinn. Das heißt, die Bewegung ist groß. Die Bewegung ist stark. Und wir haben einen Redner hier auf der Bühne von einem der größten deutschen Umweltverbände, dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Professor Dr. Hubert Weiger, bitteschön. Liebe Bäuerinnen und Bauern, liebe Tierschützer, liebe Verbraucherschützer, liebe Natur- und Umweltschützer, liebe Freundinnen und Freunde, denen die Zukunft nicht gleich ist. Wir danken direkt hier hinter der Bühne ist das, musst du von Herzen weiß ich nicht, ob du reinkommst. Dafür, dass Sie das wahrgemacht haben, was wir 2011 bei der ersten Demonstration hier in Berlin erhofft hatten. Manche von Ihnen werden sich vielleicht erinnern, wir haben gesagt, wir werden nicht nur wiederkommen, wir werden von Jahr zu Jahr mehr werden. Und das ist in diesem Jahr wieder der Fall. Danke dafür. Und das Bild, welches sich von der Bühne aus ergibt, es ist ein immer bunteres Bild. Es ist auch ein Bild, das immer mehr junge Menschen dabei sind. Das heißt, die Zukunft, wie bei uns Tiere gehalten werden, die Zukunft, die Frage, wie wir uns ernähren, die Frage, wie wir mit Landschaften umgehen, aber auch mit den Menschen, die in dieser Landschaft arbeiten, ist eine Frage, die immer mehr Menschen bewegt und die vor allem auch unsere Jugend zunehmend bewegt. Und das heißt, wir sind die Zukunft als Bewegung für eine bäuerliche Landwirtschaft. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Herr Ruckwied, er vertritt die Vergangenheit. Er vertritt die Gegnerschaft zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Er vertritt eine Politik, welche sich letztendlich klar zur Agrarindustrie bekennt, wenn er sagt, wir haben keine Agrarindustrie in Deutschland. Was ist dann Hassleben? Was ist dann Wietze? Was sind zig Ställe, wo Tiere nicht in Hunderter, in Tausender, sondern in Zehntausender Zahl gehalten, gemästet werden, wo sie nie ein Tageslicht sehen, wo sie artwidrig ernährt werden und mit Billigfutter aus der ganzen Welt herbeigekarrt, versorgt werden, was andere Menschen als Nahrung dient. Was ist das für ein Verbandsvertreter, der diese Politik ignoriert, die gleichzeitig der Untergang der bäuerlichen Agrarkultur in Deutschland und in Europa darstellt? Es klar wird, wenn er uns als Ideologen bezeichnet, wenn er es ablehnt, sich mit Ideologen an einen Tisch zu setzen, dann ist in der Tat das Handtuch nicht zwischen den Bäuerinnen und Bauern und Natur- und Umweltschutz und Tierschutz zerschnitten, sondern mit diesem deutschen Bauernverbandsvertreter, der deutscher Agrarindustrieverbandsvertreter ist und nicht mehr die Interessen der bäuerlichen Landwirtschaft vertritt. Denn wir gehen deshalb gemeinsam auf die Straße, weil wir wissen,
wie schwer Menschen arbeiten, weil wir wissen, wie viele die Sorgen haben um die Zukunft. Denn sie sind konfrontiert mit einer Konkurrenz der Agrarindustrie, wo inzwischen die Produktion von Fleisch billiger geworden ist als die Produktion von Gemüse, wo Tiere zur Ware gemacht worden sind, wo Tieren ihre Würde genommen wurde, aber auch den Menschen, die mit diesen Tieren umgehen müssen. Und deswegen gehen wir auf die Straße, weil wir diese Not kennen, die Not der Menschen, der Tiere und der Landschaft. Und deshalb haben sich gestern oder heute Tausende in aller Herrgottsfrüh oder teilweise durch die Nacht fahrend nach Berlin bewegt. Nicht um für sich etwas herauszuholen, sondern für das Gemeinwohl. Und das ist die Hoffnung, dass Menschen für das Gemeinwohl auf die Straße gehen und nicht nur für ihre eigenen kurzfristigen Lebensinteressen. Es ist auch notwendig, dass wir nicht nur diese Fehlentwicklung der Agrarindustrie stoppen. Und hier ist nicht nur der Verbraucher gefordert, aber auch er ist gefordert oder sie als Verbraucherin. Wer billig Fleisch bei Aldi, Lidl und Co. kauft, ist Teil dieses Ausbeutungssystems. Er muss es wissen. Es ist auch die Politik gefordert, denn wir wollen endlich wissen, was wir essen, für klare Kennzeichnung. Zwingt die entsprechende Industrie, dass sie auf die Verpackung die Art der Haltung abbildet, damit der Verbraucher weiß, was er isst. Und ich bin sicher, viele bekommen dann ein schlechtes Gewissen und diese Produkte werden nicht mehr nachgefragt. Ist also gefordert, uns zu schützen. Das erwarten wir von der Politik und dass sie sich nicht länger zum Büttel kapitalistischer Wachstumsinteressen degradiert. Und deshalb fordern wir nicht nur, dass endlich die Geheimverhandlungen als Geheimverhandlungen gestoppt werden, des sogenannten Freihandelsabkommens, sondern wir fordern, dass diese Verhandlungen beendet werden, denn sie dienen nicht unseren Interessen, sondern den Interessen von Monsanto und Co. So gut wie keine Zölle mehr zwischen USA und der Europäischen Union. Wir haben Gerichte, die in der Lage sind zu entscheiden, wenn tatsächlich gegen entsprechenden Wettbewerb verstoßen wird. Aber wir brauchen keine Gerichte, um letztendlich die Interessen von Monsanto und Co. gegen Staaten durchzusetzen. Wir brauchen keine WTO-Gerichtsbarkeit, die den Namen Gericht nicht verdient. Wir brauchen kein Hormonfleisch, kein Klohähnchen und vieles andere mehr in Europa. Wir brauchen keine Gentechnik, denn wir beweisen, wir können entsprechend auch leben ohne Agrogentechnik. Und das geht auf unsere Arbeit zurück. Und deswegen kämpfen wir gegen dieses sogenannte Freihandelsabkommen.
ist ein Freihandelsabkommen der Konzerne, aber nicht für Menschen. Und deswegen sagen wir Nein. Und wir fordern die Bundesregierung auf, sich hier klar zu positionieren. Wir fordern vor allem die Sozialdemokraten auf, sich hier klar zu positionieren. Wen vertreten Sie in unserem Lande? Wir werden diese Frage zum zentralen Thema des europäischen Wahlkampfes machen. Das wollen wir in der Tat wissen vor der Wahl. Seid ihr dafür? Seid ihr dagegen? Weshalb geht ihr in das Europäische Parlament? Und wir haben nicht jahrzehntelang gekämpft gegen die Agrogentechnik. Wir haben es nicht. Wir haben erreicht, dass wir bis heute gentechnikfrei leben in Deutschland. Wir wollen ein europäisches gentechnikfreies Regime. Und deswegen wollen wir nicht durch die Hintertüre über den sogenannten Freihandel zum Büttel von Monsanto, Syngenta und Co. degradiert werden. Und eine europäische Kommission, die sagt, wir müssen Natur- und Umweltgesetze letztendlich abbauen, um der Europamüdigkeit der Bevölkerung entgegenzuwirken. Da sagen wir, die europäischen Bürger sind nicht europamüde, weil wir bessere Natur- und Umweltgesetze haben als früher. Sie sind europamüde, weil sie erkennen, dass gegen den Willen der Mehrheit der europäischen Bürger letztendlich Agrogentechnik in Europa und vieles andere mehr durchgesetzt werden soll. Weil ihr die Büttel der Konzerne seid. Deswegen haben wir die europäische Kritik. Deshalb fordern wir fairen Handel statt Freihandel. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Professor Dr. Hubert Weider, Vorsitzender des Bundesvorstands für Deutschland.